Im Namen meiner Kollegen, liebe Vertreter der Medien, darf ich euch mit dem Christian Schottenhamel zusammen hier allein am Nockerberg im Biergarten bei schönstem Sonnenschein ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, dass so viele von euch gekommen sind, um die Wiesenwirte bzw. unseren neuen Crew kennenzulernen und uns Wirte natürlich auch. Heute habe ich schon gelesen, das Wiesenwirte-Logo ist so mit 5 schön gut gefüllten Krügen gezeichnet. Ja, das ist es auch. Dankeschön, Herr Kollege hinten. Das haben Sie schön gemacht. So wollen wir natürlich die Krüge auf der Wiesen auch sehen. Leider ist in dem neuen Wirtekrug noch nichts drin. Aber dafür werden wir auf der Wiesen dann sorgen. Was ich ein bisschen was sagen wollte, ist auch in diesem Zusammenhang ein Jubiläum, das wir haben, nämlich 20 Jahre Stiftung der Wiesenwirte. Das ist unser soziales Projekt, das leider manchmal etwas zu kurz kommt, aber wie ich finde, Erwähnung wert ist. Denn die Wiesenwirte haben eine Stiftung gegründet vor 20 Jahren, damals auf Veranlassung von unserem Kollegen Wickerl Hagen und vom ehemaligen Wirtesprecher Willi Heide. Und die Stiftung zusammen mit den Münchner Brauereien hat viele gute Projekte unterstützt. Wir haben über die Zeit ca. 725.000 Euro ausgegeben an die 100 Organisationen in München. Das ist nämlich der Zweck der Stiftung, dass wir Münchner Organisationen unterstützen. Viele Kinder, Jugendliche, Senioren, Münchner, die Unterstützung brauchen, die wir auch mit dem berücksichtigen, mit unserer Stiftung und da was Gutes tun.